So, da ist immer eine kleine Fußschaltersammlung. Die wollen wir uns heute einfach mal näher angucken. Es geht um Fußschalter beim Wickschweißen. Wann macht das Sinn oder beziehungsweise wo macht das Sinn? Mit welchem Gerät macht das Sinn? Und was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten und was gibt es denn eigentlich für verschiedene Fußschalter? Das ist ein Thema, das wollten wir uns schon mal länger angucken. Ich habe hier heute die SuperTick 200, ich habe das WE204P, ich habe das WE205 und das WE209. Das sind die Geräte, für die ich Fußschalter habe. Ich habe noch für ein paar mehr Geräte Fußschalter oder wo ich die auch anschließen könnte. Aber das sind die Geräte, die ich heute mal zur Auswahl hierher geholt habe. Und das wollen wir uns heute einfach mal alles näher angucken. Ist natürlich erstmal wichtig, was für Fußschalter gibt es. Dann ist natürlich interessant der Einsatzzweck. Und dann gucken wir uns natürlich auch die Einstellung an, dass wir den einfach mal anschließen. Und ganz grundsätzlich dann mal ergründen, wie wir das Ganze dann wirklich auch nutzen können. Das ist dann dem einen oder anderen nicht ganz klar. Und ich hoffe, das wird auch so eine kleine Entscheidungshilfe für alle, die sich noch nicht ganz sicher sind. Brauche ich eigentlich zum Wickschweißen einen Fußschalter oder ist das für mich gar nicht so relevant? Weil da sind viele unsicher und auf der anderen Seite wird es teilweise auch so als heiliger Gral verkauft und da bin ich auch so der Meinung, das muss nicht sein. Es gibt Leute, die schweißen seit 20, 30, 40 Jahren Wick und die haben noch nie einen Fußschalter in der Hand gehabt oder am Fuß gehabt, müsste man hierher sagen. Und darum, das ist wirklich eine Sache, es gibt Leute, die lieben es und es gibt Leute, die haben da noch nie was mit zu tun gehabt beziehungsweise sagen, lass mich bloß mit so einem Blödsinn in Ruhe. So, aber erstmal ganz grundlegend zum Fußtaster. Da gibt es zwei verschiedene Versionen. Oder zum Fußschalter. Normal, wenn ich Wick schweiße, habe ich hier oben meinen Taster und mit dem starte ich den Prozess, beende ich den Prozess. Ja. Und in dem Moment, wo ich hier einen Fußschalter anschließe, hat der hier keine Funktion mehr und der Fußschalter übernimmt das Ganze. Ich habe hier zwei verschiedene Versionen. Den habe ich mir mal selbst gebastelt. Also ich habe den gekauft, habe mir hier den Stecker rangelötet. Ja. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das kostet um die 20 Euro und damit kann man den Prozess einfach starten und beenden. Je nachdem, ob Zweitakt oder Viertakt eingestellt ist. Also das heißt, ich ersetze einfach nur diesen Taster. Ne? Wo macht das Sinn? Das macht Sinn, wenn ich hier oben diesen Taster einfach nicht benutzen will, das Ganze mit dem Fuß ausführen will. Ich habe zum Beispiel, wenn ich ganz feine Sachen habe, dann kann ich mich einfach hier darauf konzentrieren, den Brenner zu positionieren, zu halten und kann dann hier draufdrücken. Ja? Oder wenn ich irgendwelche Positionen habe, wo ich tief irgendwo nicht richtig hinkomme, den Brenner hier ganz oben, da gibt es die, ja, und manche mögen es auch einfach lieber, dann den Impuls nicht mit dem Finger zu geben, sondern mit dem Fuß zu geben, ja, also da ist das eine schöne Option, wie gesagt, ich habe hier einfach den Taster bei Amazon gekauft, kann auch jeder andere beliebige Taster sein, schöner Fußtaster. Dann habe ich mir diesen Stecker gekauft, das Ganze hier rangelötet, ausprobiert. Geht mit vielen Geräten, die so einen zweipoligen Anschluss haben. Das sind wirklich eine Menge Geräte. Leider gibt es bei den Geräten tausende von Anschlüssen. Man sieht das hier, das ist von der SuperTick 200. Das ist hier ein siebenpoliger Anschluss zum Beispiel. Und das ist von dem Schlauchpaket, das ist natürlich immer so das Problem. Darum stehen hier auch verschiedene Fußschalter, weil jeder Fußschalter hat dann auch immer wieder andere Anschlüsse. Der hat zum Beispiel 5-poligen Anschluss, der eine hat hier einen 7-poligen, der andere hat, glaube ich, einen 11-poligen Anschluss. Das ist leider so beim Wickschweißgeräten, dass die alle andere Anschlüsse haben. Aber wie gesagt, grundlegend ist es halt immer so, wenn ich einen Fußschalter, wenn ich so einen von denen, da kommen wir gleich zu, betreiben will, brauche ich immer den Anschluss, der dann da wirklich auch an das Gerät passt. Zweipoliger Anschluss, da ist das Fußpedal anschließen ganz einfach. Dazu bin ich auch dazu gekommen. Wenn ich jetzt so ein Fußpedal hier anschließen will, an so einen Stecker, ja, mit mehr als zwei Polen, dann habe ich natürlich mehr als zwei Optionen. Wenn es nur an und aus ist, dann empfehle ich immer wirklich hier mal abschrauben. Dann kann man gucken, wie die Belegung ist, welcher Pol hier belegt ist. Und dann kann ich das Ganze da schön anschrauben. So. Also hier, wie gesagt, ganz einfach an und aus. Dann haben wir diese drei schönen Fußschalter.
Und da habe ich dann immer folgende Funktion in unterschiedlichen Varianten, je nachdem, welchen Fußschalter ich an welchem Gerät betreibe. Das macht das Ganze dann halt auch nochmal richtig spannend. Wenn ich hier drauf drücke, dann starte ich den Prozess. Und wenn ich den durchgedrückt habe, habe ich dann meine eingestellte Stromstärke und kann hier langsam wieder reduzieren und kann damit halt wirklich den Prozess starten und beenden. Kann aber auch den Prozess, also die Energie, die Amperezahl damit steuern. Das macht bei folgenden Aufgaben Sinn. Wenn ich schweiße und ich möchte einfach verschiedene, zum Beispiel eine Naht schweißen, die einen unterschiedlich starken Luftspalt hat, ja, dann kann ich damit meinen Schweißstrom schön regulieren. Das heißt, ich fange an zu schweißen. Und wenn ich dann da mehr Luft habe, will ich weniger Strom haben. Wenn ich dann wieder einen ganz engen Luftspalt habe, will ich natürlich wieder mehr Strom haben. Also ich kann das dann immer damit richtig schön regulieren. Das ist eine Sache. Andere Sache ist Aluminium. Aluminium ist ein Werkstoff, der sehr gut das, ich hole mir einfach mal was her hier, der sehr gut die Wärme leitet. Das heißt, ich fange bei Aluminium hier vorne an zu schweißen. Die Wärme leitet erstmal ab von der Schweißstelle. Das heißt, ich schaffe es nicht, den Werkstoff aufzuschmelzen. Da habe ich beim Fußpedal die Möglichkeit, volles Programm Energie reinzugeben. Ja, dann kann ich schweißen, wenn ich richtig viel Energie reingebe. So mal die graue Theorie. Wenn ich dann ein Stück geschweißt habe, habe ich irgendwann eine gewisse Wärmesättigung in dem Bauteil, je nachdem, wie groß das Bauteil ist. Und je nachdem, was für eine Materialstärke ich das habe. Und irgendwann geht das immer und immer schneller. Alle, die Aluminium schweißen, kennen das. Erst kann man es nicht aufschmelzen. Und irgendwann, wenn es dann läuft, läuft es richtig gut und muss ich immer schneller schweißen. So, das Fußpedal bietet dann folgende Option. Ich gebe am Anfang richtig Gas. Ich kann den Werkstoff richtig schön aufschmelzen. Wenn er dann richtig stark läuft, dann gehe ich einfach ein bisschen hiermit zurück und reguliere eigentlich nicht nach einer Amperezahl, die kann ich ja nicht sehen, weil ich schweiße. Ich reguliere nach dem Aufschmelzverhalten des Werkstoffs. Und das ist natürlich eine ganz tolle Option. Das sind für mich auch die beiden Optionen, wo so ein Fußschalter überhaupt Sinn macht. Erstmal halt wirklich bei unterschiedlichen Luftspalt oder unterschiedlichen Materialstärken, wenn irgendwo Abnutzungen sind, dann kann ich da auch regulieren. Und natürlich beim Schweißen von Aluminium. Das sind so die beiden Optionen. Kupfer wäre genauso ein Werkstoff, der sich ähnlich verhält. Ja? Das heißt erst, das sind alle Werkstoffe, die so ein gutes leitfähiges Verhalten haben. Da wird erst die Wärme die ganze Zeit abgeleitet. Und irgendwann hat man so eine gewisse Wärmesättigung, dann schmilzt das Ganze und dann schmilzt es aber auch richtig schnell und dann kann man gar nicht schnell genug schweißen. Fußpedal macht es dann möglich, dass ich einfach zurückgehe und so weit den Strom reguliere, bis ich richtig schön schweißen kann. Darum gibt es auch im Profibereich viele Leute, die gerade Aluminium, die Kupfer oder ähnliche Werkstoffe verschweißen, die auf so ein Fußpedal schwören. Das heißt also, zwei Optionen für das Fußpedal. Einmal, wenn ich den Strom regulieren will und einmal, wenn ich die Hände einfach frei haben will. Ja, es gibt ja auch Verlängerungen zum Beispiel, dass Leute in irgendwelchen Spalten schweißen, wo sie dann sagen, ich kann da irgendwo die Hand kaum irgendwo oder bei ganz filigranen Sachen, ich will meine Hand dann irgendwo wirklich gar nicht mehr bewegen, wenn ich zünde und so, dass ich dann wirklich mich voll auf Schweißen konzentrieren kann und darum das Ganze mit dem Fuß mache. Fußpedal ist meistens auch nur sinnvoll, wenn man im Sitzen arbeiten kann. Der große Nachteil bei Fußpedalen ist ja, oder das Problem mit den Fußpedalen, so muss man es näher nennen, oder das Problem bei den WIC-Schweißgeräten ist allgemein so, beim Max-Schweißen haben wir einen Euro-Zentralanschluss, ist jedes Gerät gleich. Ja? Kann ich überall jedes Schlauchpaket nahezu anschließen. Es gibt auch mal ein paar Exoten, aber normal funktioniert das. Man sieht hier, ja, drei verschiedene Fußschalter. Einmal 7 Pole, einmal sind es hier, glaube ich, 11, einmal sind es hier 5 und der zweipolige Anschluss noch. Also da gibt es so viele verschiedene Optionen, dass man wirklich sagen muss, das ist irgendwo, ne, relativ nervig, aber wie gesagt, es gibt auch noch viel mehr. Ich habe noch mehr Geräte, die noch andere Pole haben. Es gibt da teilweise bei den Herstellern, die gleichen Hersteller haben zig verschiedene Pole. Ja, hier habe ich diesen zweipoligen Anschluss, der ist wirklich sehr verbreitet bei vielen Geräten. Und aber wenn man hier so in den AC-DC-Bereich geht,
da ein Gerät hat, das man gut regeln kann, dann hat man immer Stecker mit 5, 6, 7 oder noch mehr Polen. Ja? Darum immer wichtig, wenn man sich ein Fußpedal kauft, wirklich gucken, was habe ich hier für einen Anschluss und dann gucken, dass ich auch dementsprechend ein Fußpedal mir kaufe. Ja, da gibt es ganz viele Leute, die kaufen sich einfach irgendwo im Internet ein Fußpedal, fragen da vielleicht auch noch nach, kriegen sie noch eine blöde Antwort, ja, das passt schon oder so. Und dann, wenn sie es zu Hause haben, merken sie plötzlich, das passt gar nicht. Ja, das ist natürlich dann immer ärgerlich, ist nervig und dementsprechend sollte man immer darauf achten, dass man sich da wirklich auch ein Fußpedal holt, was wirklich auch die Maschine anspricht. Nächste Problem mit den Fußpedalen ist auch, dass bei jedem Gerät sind die Funktionen anders. Also ich habe hier irgendwo 5, 6 Geräte, an die ich Fußpedale anschließen kann und jedes reagiert, arbeitet ein bisschen anders mit dem Fußpedal. Diese An-Aus-Funktion hier, die ist natürlich bei allen gleich, aber das generelle Ansteuern oder so ist natürlich bei vielen Geräten anders. Wenn ich das hier, das ist zum Beispiel das Fußpedal für das WE204P, da habe ich zum Beispiel sogar 2 Stecker, ja. Ich kann dann zum Beispiel hier das anschließen, dann kann ich nur den Strom regulieren. Wenn ich das hier loslasse und da den Taster lasse, dann kann ich zum Beispiel dem Taster den Schweißprozess starten und beenden und kann hier den Strom regulieren. Also da gibt es so dermaßen viele Möglichkeiten, eine einheitliche Linie, dass man da irgendwo sagt, von wegen, das kann ich von einem WIG-Schweißgerät mit Fuß Taster, mit Fußpedal, mit Fußschalter erwarten. Das gibt es leider in der Form nicht. Darum zeige ich euch jetzt auch, wie gesagt, eigentlich sind es sogar vier Geräte mit Fußschalter, wo wir einfach mal kurz uns angucken, wie der Fußschalter bei dem Gerät eingestellt wird und was wir dann da für Optionen haben und was wir für Einstellungsmöglichkeiten haben. Das oder den Fußschalter und das Video dazu kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Ist eine schöne Sache, eine ganz einfache Sache. Und das ist für viele eine Option, die wirklich reicht. Und wenn man so ein bisschen sucht nach diesen Steckern, ja, ich habe die Stecker dann darauf verlinkt, den zweipoligen habe ich verlinkt und die anderen findet man größtenteils auch im Internet. Also das hier ist von dem WE209P. Das ist wirklich ein Exot. Ich glaube 11-polig, habe jetzt nicht gezählt. Das ist von der SuperTik 200, den kriegt man auch nicht ganz so häufig. Ja. Aber wie gesagt, man kriegt eigentlich alles schon allein bei Amazon und kann das da bestellen. Muss man einfach mal ein bisschen suchen. Wie gesagt, ich habe den einen Stecker da verlinkt und die anderen könnt ihr dann dementsprechend suchen. So, und jetzt fangen wir einfach mal an, dass wir uns einen Fußschalter an die SuperTik 200 anschließen und dann mal gucken, wie wir das Gerät dann einstellen und was wir dann da für Optionen haben. Bei einer SuperTik 200 ist das Ganze extrem einfach. Da kommt einfach hier unten der Stecker rein, genau auf die Nase achten, verdrehen. Dann schalte ich das Gerät ein. So, und ich bin jetzt hier im Zweitaktbetrieb und ich muss dann nichts anderes irgendwo einstellen. Ich stelle jetzt meine maximale Amperezahl ein und schon kann ich mit dem Fußschalter loslegen. Also wirklich extrem einfach und funktioniert aber auch sehr gut bei dem Gerät. Ich mache das jetzt einfach mal so. Man sieht hier, der Taster hat keine Funktion mehr. Ja? Das Ganze läuft über das Fußpedal. Ich halte das einfach mal hier hinter jetzt. Und jetzt drücke ich einfach den Taster. Und ich habe hier oben so einen Bereich, da passiert nicht viel. Und dann zündet er. Da merkt man so eine erste Schwelle. Und dann kann ich maximal. Maximal ist meine maximale Stromstärke. Ja? Ich kann jetzt verschieben. Ich kann jetzt zum Beispiel leicht... habe ich gezündet, ne? Jetzt gebe ich mal Vollgas und jetzt kann ich hier den Schweißstrom regulieren. Beim Schweißen halt gucke ich, wie stark muss ich mein Material aufschmelzen. Ich kann immer wieder und ich kann bis in diesen Zündstrom zurückgehen, den ich dann problemlos halten kann. Der Schalter, man merkt da so Stufen an dem Schalter, ja? Und dann lasse ich einfach los, ist das Ganze aus. So funktioniert der Fußschalter bei einer SuperTik 200. Das ist wirklich richtig gut, richtig schön, richtig professionell. Also das ist eine der schönsten Varianten, wie man mit einem Fußschalter arbeiten kann. Wie gesagt, ich kann hier einfach sagen, ich fange an zu schweißen und latsche hier voll drauf. Dann bin ich gleich bei meinem Hauptstrom und kann dann langsam wieder runtergehen. Oder ich kann aber auch wirklich in meinen Zündstrom gehen. Ja. Meinen Zündstrom gehen, ja.
und kann dann von da aus irgendwo meine Stromstärke regulieren. Also wie ich das möchte. Das Gerät zeigt das Ganze auch an. Ich will das hier einfach mal simulieren. 141 ist eingestellt. So, bin ich bei 141 und wenn ich jetzt die Taste langsam runterlasse, kann ich das regulieren. Interessiert eigentlich nicht, ja. Und ich kann ja auch in 5 Ampere zurückgehen. Tschum. Kann ich alles irgendwo hier mit dem Fuß regulieren. Und das geht auch wirklich sehr gut. Ich mache es hier mit der Hand, damit man das dann auch nachvollziehen kann, was ich hier wirklich an der Seite mache. Dass ich die Anzeige hier sehe, ist natürlich unrelevant. Wichtig ist natürlich, dass ich das Schmelzbad beobachte, wie das Material aufschmilzt und das dementsprechend reguliere. Aber es ist natürlich auch schön, dass das hier angezeigt wird, dass man das hier sieht. SuperTick 200, nach wie vor ein richtig schönes Schweißgerät, das sehr gut funktioniert, wirklich viele Fans hat und das auch wirklich zu Recht. Und auch ein Fußschalter, der liegt glaube ich so bei 69, 79 Euro und damit funktioniert das Ganze wirklich richtig, richtig gut. Übrigens die SuperTick, wer sich da aktuell für interessiert, die gibt es gerade zum Sonderpreis, habe ich gesehen. Werde ich hier unter, wie immer, auch nochmal verlinken, könnt ihr euch angucken, ja. Und damit kommen wir zum nächsten Gerät. Da ist es, mein wunderschönes WE204P. Ist aktuell das AC-DC-WIC-Schweißgerät, was immer in meiner Werkstatt steht. Steht nur mal hier. Jetzt habe ich es hier auf den Schweißtisch hochgehoben. Und das hat ein paar schöne Optionen und man kann damit viele Sachen machen, unter anderem auch einen Fußschalter einsetzen. Und ihr werdet sehen, hier verhält sich das Ganze völlig anders. So, wir haben hier erstmal einmal zweipoligen Anschluss, einmal fünfpoligen Anschluss. Der zweipolige Anschluss ist nun mal für das Schlauchpaket. Wo habe ich ihn? Hier. Da ist er nun mal, ja. Der macht hier einfach an und aus. Das Fußpedal, das man bei Weldinger dafür kaufen kann, hat dann zwei Anschlüsse. Einmal fünfpolig, einmal zweipolig. Zweipolig wieder für an und aus. Und fünfpolig für die Regulierung des Stroms. Das heißt, ich könnte auch den Brenner drin lassen und könnte mit dem Fußpedal nur den Strom regulieren, wenn man sowas gerne machen möchte. Andererseits könnte ich hier auch ein Schlauchpaket anschließen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das hier gibt in der Form. Aber mit dem ich dann halt auch noch hier am Brenner regulieren könnte, den Strom oder ähnliches. Okay, das zum einen. Und ich habe natürlich die tolle Option, ich kann hier meinen selbstgebauten Taster auch anschließen und kann den für an-aus, also dass ich wirklich nur diese Taste hier durch diesen Brenner, durch diesen Taster ersetze, wo ich wirklich nichts regulieren kann. Schöne, einfache Möglichkeit, sehr günstig, sehr schnell und einfach herzustellen. Das Einzige, was man machen muss, ist sich das Video angucken und unter dem Video auf den Link klicken, sich das Ganze bestellen und dann kurz zusammenlöten. Ich erkläre in dem Video auch, wie das gelötet werden muss, wirklich, weil mich da viele auch noch anschreiben und nachfragen. Ich habe es in dem Video detailliert erklärt. Da kann man eigentlich nichts mehr verkehrt machen. Gut, wir werden jetzt den Fußschalter hier einfach mal anschließen, einfach mal an-aus testen und dann gucken wir uns die Besonderheiten an von diesem Fußpedal. Ja, das Fußpedal kommt daher und ist relativ groß, muss man schon sagen. Ja, ist eine ganz andere Variante als das Fußpedal, was ich eben gezeigt habe, aber findet man halt wirklich auch sehr häufig. Das heißt, da kommt der ganze Fuß drauf, hinten ist der Haken hier an dieser Leiste und dann kann man damit arbeiten, kann man damit schön den Strom regulieren. Verhält sich aber ganz anders, zeige ich euch gleich. Punkt Nummer 1 ist jetzt der ganz einfache Fußschalter. Ich bin im Zweitakt, das heißt, solange ich drauf trete, solange brennt mein Lichtbogen. Ja. Ja. Schweißt er halt. 67 Ampere, was ich eben eingestellt habe. Und wenn ich jetzt loslasse, senkt er ab und geht aus. Ganz einfache Sache. Und ich kann das Ganze selbstverständlich im Viertaktmodus nutzen. Und im Viertaktmodus bedeutet, ich drücke hier einmal drauf. Jetzt habe ich den Abstand nicht richtig gewählt. Gut. So, jetzt schweißt er und wenn ich wieder drauf drücke, senkt er ab, solange ich gedrückt halte und wenn ich dann loslasse, ja. Also ist eine perfekte Lösung, muss ich immer wieder sagen, für alle die, die jetzt wirklich nur diese An-Aus-Funktion mit dem Fuß bedienen wollen. Funktioniert sehr gut, ist extrem kostengünstig. Ich weiß auch nicht, warum kein Hersteller sowas anbietet.
Jetzt bei dem Fußschalter, ich habe den hier schon mal angeschlossen, das denke ich mal, kriegt jeder hin, muss ich zwingend immer im Zweitaktmodus sein. Ich kann auch in Viertaktmodus schalten, das funktioniert aber nicht richtig. Einfach in Zweitakt. Der oder das Gerät erkennt den Fußschalter, geht hier auf Remote, ja, und lässt sich dann auch nicht mehr in irgendeiner Form einstellen oder variieren. Ich kann natürlich den maximalen Strom nicht einstellen, das hat dann Vorteile, Nachteile, aber ich kann natürlich immer mit der vollen Leistung arbeiten und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, wenn man das Ganze mal so ein bisschen den Dreh raus hat. Da sollte man sich dann auch so ein bisschen mit beschäftigen, angucken. Ich will das hier ganz kurz mal zeigen und mal vormachen. So, und das Ganze in der Praxis ist das eigentlich alles andere als verkehrt. Das jetzt mal so hier. Ups. Das heißt, ich trete auf den Brenner, jetzt in diesem Fall drücke ich, und dann zündet das Gerät schon. Es ist nur in einem Zündstrom, ja. Und jetzt kann ich langsam halt mehr Strom geben, bis zu meinen vollen 200 Ampere. Ja, ich bin immer zu Anfang in diesem Zündstrom. Ist die Frage, wie man das Ganze sieht, ob man das jetzt als Nachteil sieht, dass man wirklich immer dann, wenn man durchlatscht, 200 Ampere hat oder nicht. Aber man hat natürlich immer die Möglichkeit, den Strom nicht nach irgendeiner Zahl zu regulieren, sondern einfach nach dem, was man sieht, wie der Werkstoff sich verhält. Ja? Da es verschiedene Geräte gibt und verschiedene Möglichkeiten, habe ich auch erst gestaunt, dass es dann hier so geregelt wird. Aber wenn man das Ganze mal ausprobiert und wie gesagt, Fehler, den man nicht machen darf, ist, dass man wirklich komplett durchtritt und damit versucht zu arbeiten. Das geht natürlich gar nicht. Man fängt an, man zündet ganz normal mit einem leichten Berühren und dann kann man leicht mehr Strom geben, bis man den richtigen, vernünftigen Strom hat, mit dem man arbeiten kann. Und dann kann man halt mit diesem Fußpedal ganz fein immer regulieren. Von der Bauform her ist das auf jeden Fall, sind eigentlich alle Fußpedale, das oder diese Fußpedalbauart, aber besonders ist eigentlich dafür da, dass man damit wirklich im Sitzen arbeitet. Ja? Schön gemütlich im Sitzen, hier den ganzen Fuß drauf und dann kann man damit loslegen. Also wie gesagt, ist auch eine Variante, funktioniert sehr gut. Ich habe es ausprobiert. Fehler, den man vermeiden sollte, ist wirklich dieses Durchdrücken. Ja? Das ist natürlich Blödsinn. Immer wirklich leicht antippen. Dann hat man den Startstrom oder den ersten kleineren Strom. Damit kann man anfangen und gibt dann so viel Strom, bis der Werkstoff vernünftig aufgeschmolzen wird und reguliert dann mit dem Fuß. Also WE204P, ein richtig schönes WIC-Schweißgerät und mit dem Fußschalter funktioniert das wirklich auch sehr, sehr gut. Auch wenn es ein bisschen anders ist, als es bei anderen Schweißgeräten teilweise ist. Aber ihr werdet auch beim nächsten Gerät sehen, da ist es auch wieder ganz anders als bei den anderen Geräten vorher. So, and last but not least ist das WE209P oder halt auch das TIC200E. Ein wunderschönes WIC-ACDC-Schweißgerät, sehr klein, sehr mobil und dazu gibt es auch einen richtig schönen Fußschalter. Das Besondere an dem Gerät, das hat so einen 11-poligen Stecker, wirklich ein Exot. Und bei dem Gerät ist es wichtig, in den Zweitakt zu stellen. Ja, ganz wichtig im Zweitakt, da funktioniert das Ganze wirklich richtig, richtig gut. Und dann will ich euch das natürlich auch mal kurz vorführen. Das ist auch ein sehr schönes WIC-ACDC-Schweißgerät und das gibt von verschiedenen Herstellern unter verschiedenen Bezeichnungen und damit kann man richtig gut schweißen und natürlich auch mit dem Fußschalter schweißen. Wichtig natürlich, der Fußschalter muss diesen sehr speziellen Stecker haben. Gut, dann gucken wir uns das hier mit an. Ich habe hier wieder mein Testblech, das ich schon relativ stark vergewaltigt habe. Und hier hat man auch wieder eine ganz tolle Funktion. Wie gesagt, wir sind im Zweitakt. Ich drücke hier leicht drauf und das Gerät zündet. Und dann kann ich durchdrücken, dann gibt es volles Gas und dann kann ich zurückgehen, das wieder regulieren, diesen Endstrom gehen und dann ganz ausmachen. Ja? Also auch wieder so ein bisschen ähnlich von der Form her. Hier kann ich den maximalen Strom einstellen, muss eigentlich nur in Zweitakt gehen und kann dann meine Einstellung, egal ob Gleichstrom, Wechselstrom, ob Puls, mit Puls, ohne Puls, kann ich alles einstellen und kann dann wirklich hier richtig schön zünden. Ja?
und dann den Strom regulieren. Ich glaube, das Ganze ist doch damit sehr deutlich geworden. Der große Vorteil eines Fußpedals ist wirklich, dass ich A, den Taster hier nicht benutzen kann, mich wirklich darauf konzentrieren kann, dass ich den Brenner vernünftig positioniere, dass die Nadel, die Wolframelektrode wirklich genau an der Stelle ist, wo sie auch sein soll. Da habe ich wirklich den großen Vorteil. Und der zweite große Vorteil ist natürlich auch, den Strom zu regulieren. Ja? Dieses Regulieren ist natürlich auch, wie ich schon ausgeführt habe, gerade bei unterschiedlichen Materialstärken, bei unterschiedlichen Luftspalten und natürlich ganz extrem wichtig bei sensiblen Werkstoffen, die die Wärme sehr gut leiten. Ja? Wie Aluminium natürlich eine ganz tolle Option. Ich hoffe, ich konnte euch zum Thema Fußschalter und zum Thema Wickschweißen so ein paar Inspirationen geben, so ein bisschen Infos und das für meine Lieblingsgeräte hier einfach mal vorstellen. Wie gesagt, Geräte verlinke ich da unter, super Tick, auch dran denken, gibt es gerade im Angebotspreis. Für alle, die da noch Interesse haben, ist das jetzt ein guter Moment zuzuschlagen. Immer wichtig, wirklich auf den Fußschalter achten, dass der auch zu dem Gerät passt. Ja, da schreiben mich immer viele an. Jetzt habe ich einen Fußschalter, der passt überhaupt nicht zu dem Gerät. Das ist dann natürlich immer eine ärgerliche Sache. Darum muss man natürlich immer gucken mit der Polung vom Schweißgerät. Am besten ist immer, man kauft den Fußschalter dann auch gleich bei dem Hersteller, wo man auch das Gerät kauft. Die haben meistens dann auch wirklich die Fußschalter, die zu dem Gerät auch passen. Ansonsten schreibt mir eine E-Mail. Ich habe da viele irgendwo Links und Beziehungen und was nicht alles. Dann helfe ich da auch immer gerne weiter. So, bis dann und viel Spaß beim Schweißen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer tierisch über einen Daumen hoch. Bis dann, euer Manni.